Dave von Watch David, hi! Schaut mal hier, ich habe wieder was vom Traditionshersteller Tittoni mitgebracht. Und zwar die Tittoni Heritage. Die erinnert sehr stark an die 50er Jahre und an die klassischen Chronographendesigns von Felker. Was das alles damit zu tun hat und wie sich die Uhr schlägt, das gleich nach einem kurzen Trailer. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause Tittoni. Guckt euch das Schnittchen hier mal bitte an. Die 50er sind zurück. Tittoni Heritage 94019S-ST682. Das ist doch mal eine Bezeichnung, oder? Eine ganz, ganz tolle Uhr. Guckt euch hier mal bitte die Farben an und was hier los ist. Schön, ne? Richtig toller Chronograph. Richtig schön Vintage. Und hier auch geil mit der Schließe hier. Es gibt kein Loch im Armband. Ich klippe sie einfach zusammen. Klack, fertig. Alles super. Tolle Uhr, oder? 1919 gründete Fritz Schlüpp ja die Marke Felker. Zuallererst allerdings noch unter dem Namen Felco. Und im Laufe der Zeit wandelten sich die Uhren zu echten Exportschlagern. Gerade in den 50ern war man ganz oben und die Uhren wurden in Amerika, Japan, Deutschland, überall getragen. Und in den 50er Jahren gab es von der in Gränchen ansässigen Firma auch eine Expansion in den Nahen Osten. Und dort gab es verschiedenste Sondermodelle. Und das ist praktisch ja, die Neuauflage eines dieser tollen Uhren. In den folgenden Jahren verschwand dann Felker immer mehr von der Bildoberfläche. Und was ist aus dem Traditionsunternehmen geworden? Die Familie Schlüpp führt das Traditionsunternehmen heute unter einem anderen Namen, und zwar Tittoni. Aber die Ursprünge reichen eben, wie gesagt, bis 1919 zurück, also über 100 Jahre. Die wissen schon, was sie tun und die Uhren sind wirklich tipptopp. Ich habe ja bereits zwei Uhren vorgestellt. Hier gucken wir noch mal kurz rein. Schaut euch dort die Reviews noch mal an. Das ist im Bereich Taucheruhren, auch mit Manufakturwerk. Richtig tolle Uhren. Und wenn ihr da Fragen habt, gerne fragen. Jetzt geht es aber um diese Schönheit aus den 50ern. Ja, tolles Design, ne? Schön mit dem Leder hier. Auch die verschiedensten Farben hier drin. Jetzt gucken wir uns dann gleich alles nochmal von oben an, genau. Im Makro gehen wir nochmal richtig schön rein in den Kollegen. Könnt ihr euch das nochmal anschauen. So, hier sehen wir jetzt die Schönheit von vorne. Ah, toll, ne? Auch eine geile Kombi mit dem grünen Pullover. Dem braunen Band. Hier mit der Schließe. Ja, macht eine richtig, richtig gute Figur, oder? Ich mag ja so diesen Vintage-Charme. Und das ist Tittoni hier wirklich sehr, sehr gut gelungen. Das Zifferblatt, ja, ist gut was los, aber dennoch aufgeräumt und ja, auch schön mit dem markanten roten Sekundenzeiger, ne?
So muss ein Chronograph für mich aussehen. Alles richtig gemacht, Tittoni. Wie bereits erwähnt, wurde in den 50er Jahren ja der Name Tittoni etabliert und dort ging man dann auch auf den chinesischen Markt und hat dort gut investiert. Daran erinnert auch das historische Logo, das Blumenmotiv, die Pflaumenblüte. Sie besitzt in der chinesischen Kultur eine sehr starke Bedeutung. Während der Name Felke heute nicht mehr auf modernen Armbanduhren zu finden ist, genießt die Marke im Nahen Osten immer noch ein sehr, sehr gutes Standing. Mit der investierten Zeit und Arbeit konnte Tittoni wirklich einen sehr guten Absatzmarkt aufbauen, der seit Ende der Quarzkrise wieder boomt. Ja, und jetzt haben wir hier praktisch die Heritage-Serie von Tittoni wieder neu aufgelebt mit zwei Bicompax-Chronographen. Wurden sie jetzt ergänzt. Die DNA der 50er. Soll praktisch ein, in Anführungsstrichen, kurzweiliges Comeback von Felke einläuten. Und für viele ist das natürlich echte Nostalgie am Handgelenk. Die Frage ist, ob in den 50ern schon jemand in jungen Jahren so eine Uhr getragen hat. Aber ich denke, viele wurden auch vererbt, sodass die Historie dort weiterlebt und die Neuauflage von Tittoni ja, knüpft praktisch genau an dieser Historie an und das ist ihnen wirklich sehr, sehr gut gelungen, wie ich finde. Wird der Chronograph wieder seine Fangemeinde finden? Auf jeden Fall. Wer an dieser Uhr bzw. an der Heritage-Serie von Tittoni Interesse hat, kann mir gerne eine E-Mail schicken. Da schließen wir uns dann mal kurz. Und jetzt gehen wir ins Unboxing und gucken uns alles genau an, von oben, Zifferblatt und so weiter. Ich gehe nochmal auf weitere Details ein, auf die Specs und so weiter. So, kommen wir zum Unboxing. Hier außen gibt es jetzt nochmal praktisch einen richtig dicken, fetten Karton. Dann der eigentliche Schober. Jetzt wird meine Kamera wahrscheinlich wieder verrückt spielen, weil sie wieder nichts hat, was sie scharf stellen soll. Also schnell den Schober ab. Und schon kommt die eigentliche Verpackung zum Vorschein. Schön in weiß, sehr schick, sehr edel. Zack. So, und jetzt seht ihr praktisch schon das Innere. Schönes Heft in einem schönen Grünton. Tittoni Logo hier. Dann haben wir hier Registrieren und Garantie verlängern. Bedienungsanleitung. Alles da. Und hier hinten sehen wir dann Checkkarte, internationale Garantie, 2 Jahre. Und mit der Garantieverlängerung könnt ihr auf 3 Jahre kommen, wenn ihr den Barcode einscannt. Der Knaller finde ich, aber ich hoffe, es kommt jetzt überhaupt zum Vorschein. Dieses Grün von der Holzverpackung, man sieht hier diese Holzstruktur und dann dieser Grünton, das ist einfach echt der Knaller, muss ich sagen. Sehr, sehr schön. Und im Inneren dann die Uhr. Tittoni-Logo, Tittoni, alles richtig gemacht. Tittoni of Switzerland. Sehr, sehr cool. Man kann auch nichts spüren hier. Das ist alles eine Fläche. Ganz, ganz großes Kino. Und dann hier das eben auch noch in dem Grünton. Schön in diesem Booklet. Ja. Sehr, sehr schick. Was will man mehr? So, hier sehen wir jetzt das schöne Stück. Sehr, sehr schicke Uhr, oder? Ist jetzt nicht wirklich Street-Style, aber im Büro oder auf einem Fest, Abendessen, Feierlichkeiten oder ähnliches, macht sie wirklich eine schöne Understatement-Figur, wie ich finde. Sie trägt nicht dick auf, aber man schaut immer wieder hin. Ja, es ist schon echt toll. Sie sieht auch nie gewollt aus, wie ich finde. 41 mm. Die tragen sich wirklich echt klasse und sieht echt super schick aus, ne? Sportlich schick, so würde ich sie bezeichnen. Jetzt nicht auf dem Skateboard. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Auch das Lederarmband. Die Farben. Auch das weiße Zifferblatt. Daran liegt es wahrscheinlich auch, dass die Uhr ja, so schick daherkommt. Wenn man sich überlegt, dass das Design mittlerweile über 70 Jahre alt ist,
echt zeitlos, echt ein Klassiker, kann man nicht anders sagen. Auch die Farben, ne, mit den roten Akzenten und dem Blau, dass das früher auch schon so aussah, ja, das hat schon was, Leute, ne? Wirklich eine super, super schicke Uhr. Also ich bin doch sehr angetan, weil sie eben nicht so dick aufträgt, ne? Und auch nochmal schön die Struktur, schön hochglanzpoliert. Da muss man natürlich aufpassen vor Kratzern. Aber dafür sieht es halt auch echt top aus, ne? Schön hier mit der Krone. Ja. Wasserdichtigkeit haben wir 5 Bar. Aber mit der würde man auch nicht unter die Dusche wollen oder ähnliches. Dafür ist sie auch nie gedacht. Aber Wasserspritzer hält sie damit natürlich super ab. Dann haben wir ja hier das Armband. Finde ich super klasse, wenn man es erstmal auf sich eingestellt hat. Dann knicke ich das praktisch nur so rein. Großer Nachteil ist natürlich, dass man dann natürlich die Kerben sieht, ne? Sprich, so hatte ich sie die ganze Zeit in der Verpackung. Weil mit meiner Größe passt sie nicht um das Kissen. Und so ist es praktisch meine Handgelenksgröße, mein Handgelenksumfang. Genau. Aber das sieht man ja nicht. Das ist darunter doof, ist natürlich, wenn es dann größer gemacht werden muss. Ja, hier haben wir das schöne Uhrwerk. Ja, sieht auch toll aus, ne? Ja, auch schön mit dem Schwungrad. Im Inneren tickt hier das Schweizer SW 510 BHA Automatik. Von Sellita. Wie auch schon das SW 201 basiert es auch auf einem Nachbau eines ETA-Werkes. Ja, es stammt hier vom berühmten Valjoux 7750 ab. Sehr, sehr gutes Uhrwerk. Sehr, sehr schick. Auch mit den blauen Zeigern, ne? Dass das so schon vor 70 Jahren so aussah, muss man sich wirklich wundern. Das haptische Feedback hier von den Drückern ist auch super. Sehr schön. Auch die Uhrzeit lässt sich super einstellen. Also es ist ein richtig schöner Widerstand hier. Ja, sehr gut. Ja, ein echtes Profimodell, muss man ganz klar sagen. Super Luminova haben wir hier auf dem Zifferblatt auch. Das versuche ich gleich nochmal rauszukitzeln. Ich habe jetzt hier so einen Trick gefunden, wie ich das schaffen kann. Standardmäßig im Old Radium Style. Schöner Retro-Charme. Auf den Fotos konnte ich schon rauskitzeln. Ja. Umrandet wird das ganze Zifferblatt ja von der Tachymeter-Skala. Anhand der hellblauen Ziffern können wir messen, mit welcher Durchschnittsgeschwindigkeit ihr euch auf einer Strecke mit einer bekannten Länge fortbewegt. Da gibt es ja auch schon viele YouTube-Videos, die das nochmal genau erklären. Ja, hier sehen wir nochmal von innen. Auch ganz weich, ne? Das Lederband. Guck mal hier, sehr schick, ne? Das ist jetzt ja ein sportlicher Hoodie, den ich hier trage. Ja, sieht auch toll aus, ne? Klasse. Klasse Uhr. Die Toni, alles richtig gemacht. Der Retro-Charme kommt voll rüber. Der Funke ist voll übergesprungen. Auch mit dem großen, langen Sekundenzeiger. Ja, auch schön mit dem Datum hier unten. Also, ja, eine rundum wirklich sehr, sehr gelungene Uhr. Was sagt ihr denn? So, was haben wir für Specs? Uhrwerk sind wir schon durchgegangen. Edelstahlgehäuse, 41 mm Durchmesser. Saphirglas, beidseitig gewölbt. Sieht man hier auch sehr schön. Plus entspiegelt. Arabische Indexe, weiße Zifferblattfarbe, Lederband, Gehäuseboden ist transparent. Achso, die Höhe haben wir 15,2 mm. Auch auf der Rückseite haben wir auch Saphirglas. Der Bandanstoß ist 20 mm und die Schwungscheibe ist 18 Karat vergoldet. Haben wir so ein kleines Highlight, finde ich. So, versuchen wir mal den Lumen ein bisschen rauszukitzeln. So sieht's aus. Sehr schön, die Zeiger leuchten natürlich dementsprechend hell. So, was sagt ihr denn? Tolle Uhr, oder?
Also wie gesagt, ich mag ja diesen Vintage-Charme sehr und ja, ich werde die Uhr auf jeden Fall des Öfteren tragen. Sie hat es jetzt schon ziemlich oft an mein Handgelenk geschafft und ja, tolle Uhr, trägt sich auch toll und ich werde auch ständig darauf angesprochen, auf die Uhr. Denn so eine Uhr sieht man halt auch nicht alle Tage, muss man einfach auch mal so sagen. Ich finde auch, dass diese Variante eines der gelungensten Würfe innerhalb der Kollektion ist. Felker lebt hier wieder auf. Auch schön mit dem Logo und so. Ja. Will mich hier nicht wiederholen. Für mich ist eine ganz, ganz tolle Uhr mit super Werk. Alles tipptopp. Königsklasse wäre natürlich noch gewesen hier im Manufakturwerk. Hatte ich auch schon gesagt. Aber das ist ja Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Das, was da verbaut ist, für den Preis absolut tipptopp. Kann man nicht anders sagen. Es ist halt eine Premium-Uhr erster Klasse, die sich überhaupt keine Schwächen und keine Fehler leistet. Und deswegen ist der Preis von 2.200 € mehr als gerechtfertigt. Ich bin gespannt, was ihr von der Uhr haltet. Lasst gerne Like da und euren Kommentar. Es interessiert mich wirklich sehr, wie ihr solche Uhren findet. Gerade 50er-Jahres-Style, schön Vintage. Ob es solche Uhren bei euch an den Armen schaffen. Und ob ihr an dieser Uhr interessiert seid. Also, ich bin echt gespannt. Und lasst gerne auch ein Abo da. Dann gibt es wieder eine Info, wenn es ein nächstes Video gibt. Und jetzt sage ich, wir sehen uns. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Und schön, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Also bis dahin, ne? Macht's gut. Ciao.